Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Galaxy 2. Und wo sind wir? Hier waren wir, Tic-Tac-Galaxie. Da haben wir alles. Da drüben ist nur so ein Komet, den mache ich irgendwann. Und hier ist die What the Fuck Color Kunst Galaxie. Dann schauen wir uns die mal an. Dun, 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 dun. Rahmen den silbernen Kettenhund. Dann, ja, rahmen wir den silbernen Kettenhund mal. Sieht ein bisschen aus wie Super Monkey Ball hier. Und im Anflug auf die mega bunte Galaxie hier. Der Stern ist tierisch direkt vor uns. Hallo, ich bin es, Schildhilf. Wenn du auf der Stierstandkugel balancieren möchtest, hör gut zu. Muss ich kurz springen? Okay, ja, das ist kein Problem. So. Oh nein, ich muss mit der Remote steuern. Aha. Oh nein, eine bewegungssensitives Level. Ich habe jetzt schon keine Lust. Aber anscheinend scheint es ganz gut zu funktionieren. Jedenfalls noch. Noch kam nichts Kompliziertes. Oh mein Gott. Ah ja, ich will da runterrollen und darum neige ich jetzt die Wiimote da runter und... Na, was ist denn das? Ein großer Tennisball? Das ist ein One-Up-Pilz. Na egal. Ja, komm schon, roll! Was muss ich eigentlich tun? Muss ich die Goombas töten? Anscheinend kann ich sie einfach umrollen, was irgendwie cool ist. Na, Goomba-Menes! Ja, bonk! Bonk! Ihr könnt mir nicht entkommen! Niemals! Und ich merke, dass das Mikrofon relativ laut ist. Wenn ich übersteuere, dann tut es mir sehr leid. Aber ich bin so hyper, weil ich hier eine Kugel habe mit crappigen, obwohl gar nicht ganz guten steuerungssensitiven Kontrollen. Ja, es geht noch einigermaßen gut. Hoffen wir, das bleibt so. Wenn natürlich irgendwie so voll die mega präzisen Sachen kommen, dann wird's kritisch. Oh, da ist der Schlüssel, den ich suche. Und das nächste Kugelkatapult ist zugänglich. Roll, 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 roll. Aber schön, jedem Level was anderes. Das ist doch ganz nett. Und hinein und poff. Es scheint hier sehr, sehr viele kleine Dinge zu geben. Jetzt haben wir ein Farbenprisma hier und oh Gott, ich ahne Schlimmes. Oh wei, oh wei, oh wei. Uiuiuiui, es ist wirklich Monkey Ball. Ich hätte nichts sagen sollen. Oh, da gibt es nochmal einen Weg. Ich bin doch so neugierig. Was gibt's da? Ich meine, oh, ich bin wahrscheinlich jetzt eher leichtsinnig, aber ohne Leben. Oh, 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 roll, 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 spring, oh mein Gott! Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ein Aufzug, ein Aufzug. Ein Aufzug, meine Damen und Herren, das ist ein Aufzug. Okay, Fragezeichenplatten, was geht jetzt? Ah ja, ich muss alle aktivieren. So war das doch. Roll da zurück. Geschafft. Oh nein. Wow. Haha, genau. Irgendwie habe ich jetzt Lust, Super Monkey Ball zu spielen. Und es... Oh nein, es ist rund. Und es gibt Segen. Roll und hol dir die Kometenmünze. Roll schneller, Mario. Roll, 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 roll. Ich erinnere mich noch an das letzte Level mit Segen, bei dem ich dann mal versucht hatte, auf dem Fernseher zu spielen mit der Wii. Und es so klick gescheitert ist. Ein langer Weg und da unten ist irgendwas. Da ist ein... Ah, der silberne Kettenhund, ich muss ihn rammen, hieß es. Vielleicht muss ich ihn da runterhauen von der Plattform. Haha, Mission erfüllt. Tatsache, das war alles. Okay, cool, dann rollen wir da jetzt hinüber. Und was gibt's da? Wow, es gibt einen Stern für uns. Ja, ist aber doch ganz cool gemacht. Schön, schön, schön. Jipp. Oh, kletter einfach hoch. Los, los, los. Und. Yeah. Sterne halten. Du, 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 du.
Und noch eine Kometenmünze für diese Schabernack-Kometen, die ich hasse und die ich vorerst nicht tun werde, bis ich das Spiel wahrscheinlich durch habe und dann noch Bedarf besteht von euch, dann werde ich das wahrscheinlich durchziehen. Ich habe einen Brief für dich, für den Baby-Luma. Mein lieber Baby-Luma, ich mache mir Sorgen um dich, doch ich weiß, dass Mario auf dich Acht gibt und dich nicht in Gefahr bringen würde. Vielleicht könnt ihr hiermit etwas anfangen, möge die Kraft der Sternteile mit euch sein. Oh, wie nett. Ein Brief an den Baby-Luma. Boah, wow, den Brief an 50 Sternteile beigelegt. Oh, grandios. Das ist natürlich eine überaus großzügige Menge, die ich auch sofort in meine Bank einzahlen werde, wo nichts mehr drin ist, weil ich dem einen Luma 1000 Sternteile geben musste, damit er sich in die Tic-Tac-Universum verwandelt. Ja, ich möchte einzahlen. Ah, und es ist so schön, endlich die Wiimote gescheit benutzen zu können, jetzt, wo sie hier nicht mehr abspackt. An dem PC-Monitor ist ein bisschen nervig. Ich hoffe mal nur, dass der Sound hier synchron ist mit dem Bild. Das wäre natürlich dann noch optimal. Ja. Und ich möchte jetzt rüber. Anscheinend muss ich jetzt da zu Bowsers Galaxie darüber, zu dem Schloss. Und darum gehe ich jetzt in diese Röhre hier hinein. In die Röhre, die mitten im All rumfliegt. Und dann zum dritten Schloss. Bowser Juniors Angstarmada. Ja, und da fliegen wir hin. Und der große Stern heißt Bowser Juniors Pressluftpolterer. Ja. Mal schauen, was sich damit auf sich hat. Boah, wir sehen hier Maulwürfe in fliegenden Kanonen, ein Yoshi-Ei und ein Vortex. Abgefahren. Und im Anflug. Oh, und da sind verschwindende Plattformen und seltsame lila Dinge, die sich zu elektrisierender Grütze verkleinern. Und da sind Kugelwillis. Oh, auf die darf man nicht drauf springen. Das finden sie nicht cool. Dann explodieren sie. Und da ist ein Yoshi-Ei. Yoshi. Yoshi. Bom. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man kann sie ja. Stimmt, man kann sie ja dann benutzen, um wegzuschießen. Was in dem Fall ziemlich brauchbar ist. Weil sonst wäre ich da nicht durchgekommen. Los, Plattform. Oh, wow. Gut gemacht, Yoshi. Ich habe gehört, dass Leute das Level mit dem goldenen Yoshi nicht mögen, andere Let's Player. Diese Let's Player haben keinen Geschmack. Das wollte ich nochmal anmerken. Wow, es passieren hier bösartige Dinge und... Ja, Kugelwillis für mich. Und da kommen Minen anscheinend. Kann ich die essen? Ich kann sie drehen. Woo. Kann ich die Maulwürfe abschießen mit den Kugelwillis? Nö. Oh, ich hasse ihn, er fliegt um mich rum. Haha, ich kann die Bomben oder die Minen mit den Kugelwillis wegmachen. Das ist doch cool, oh mein Gott! Es ist gelb und wird flüssig und ist nicht Urin. Das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Scheint doch. Oh Mann. Ungewöhnliche Dinge, die ich sage, während ich Let's Play. Ah, oh, ich habe auf den Boden geschossen. Das war jetzt gerade eben Fail. Oh mein Gott, ich fange wieder hier an. Na toll, für'n Arsch. Ja, Turbo-Modus. Turbo-Modus, juhu. Und ich schmeiße einen Kugelwilli auf die Scheibe. Und nebenan wird laut telefoniert. Das ist nicht cool. Oh, okay, und esse nicht das Ding, während es gelb leuchtet. Es macht dich stromig. Dann schieße ich es eben ab mit einem Kugelwilli. Oder auch nicht. Wir warten, wir warten, wir warten und dann essen wir es. Da sind Münzen, yay, Münzen und Schalter drücken. Ah, Kugelwilli und auf die Mine, perfekt. Und der nächste Kugelwilli ist mal im Marsch und weg damit und noch ein Kugelwilli, er wird gemampft und weggespuckt, oh Gott. Ich darf nur nicht wieder gerade eben den Mega-Fail machen, den Kugelwilli voll auf den Boden vor mich spucken. So Rocket Jump mäßig, wer damals Quake gespielt hat, kennt das ja. Auf den Boden schießen, um sich nach oben zu katapultieren. Und ich habe gelernt, nicht die gelben Dinge essen, während sie leuchten. Das finde ich, ja, oh, Yoshi, voll eklig. Okay, okay, okay. So. Mehr in den Hintergrund schießen, das war schon mal ein guter Schuss. Gib mir eine Kanonenkugel, gib mir eine Kugel. Hä? Warum denn? Warum denn? Aus welchen... Ah, oh, ich krieg die Krise. Ich hab doch eindeutig... Ich kann nicht mehr in den Hintergrund zielen. Jetzt macht's mich aber aggressiv hier. Mann.
und nochmal durch. Ich habe gerade eben nichts anderes gemacht als bei dem ersten Schuss, der in den Hintergrund ging. Nächstes Mal springe ich dabei hoch. Wie ätzend. Oh. Naja, ja, echt genug hier. Ich mache dafür, dass ich hier so oft gefehlt habe, mache ich den Part ein bisschen länger extra für euch. Mache ich ihn wahrscheinlich 15 Minuten. Aber anscheinend ist der Fail eine Konstante, die bei Let's Plays den Zuschauerfaktor nach oben treibt. Wow. Wow. Toll, schießt die eine weg, um dann doch die andere zu den anderen Weg zu nehmen. Und den habe ich nicht gesehen. Verdammt. So, in denen waren Münzen drin. Jedenfalls gerade eben. Münze für mich, damit ich wieder Leben habe. So. Okay, erneut probieren wir diesen Part hier. So schieße ich unten durch. Super. So, ich glaube einfach außen rum. Ich meine, das war eine relativ einfache Lösung, an die ich noch nicht gedacht habe bisher. Wow, wow. Okay, ich sollte nicht mehr solche unsinnigen Dinge tun. Und yay, dann machen wir doch mal hier kurz einen Cut. Das ist ein ganz guter Punkt. Bis gleich.